Ich bin ja so froh. Ich hatte solche Angst, dass irgendwas schief geht, aber jetzt. Jetzt ist alles in Ordnung. Woher willst du wissen, ob bei ihm da oben noch alles in Ordnung ist? Stefan. Du Arsch. Ich werde mal euren Vater anrufen und ihm die frohe Nachricht überbringen. Bestimmt sitzt er wie auf Kohlen. Ja, mein Freund, in einem Morgen, wenn Sie wieder hier sind. Sie bleiben jetzt so lange wie nötig in Valparaiso und bringen den Verkauf unter Dach und Fach. Aber lassen Sie auch nicht zu lange Zeit, weil dieser Oldenburg steht nämlich schon Gewehr bei Fuß als Investor. Machen Sie ruhig ein paar Spesen. Sie haben sich's verdient. Also adios, Companiero. Was ist? Herr Munk ist mit seiner Tochter zurückgekehrt. Er wartet im Salon auf Sie. Hat sich meine Frau noch nicht gemeldet? Bedauern, nein. Nein, es ist nicht mit ihr zu reden, glaub mir. Ich habe mit Engelszungen auf Sie eingeredet. Und Sie behauptet steif und fest, dass Sie kerngesund seien. Wie? Nein. Nein, mich will sie nicht sehen und die Ärzte schon gar nicht. Ja, aber entschuldige, der Albrecht ist gerade gekommen. Ja, natürlich. Na, aber doch später, Brigitte. Ja. Entschuldige, Albrecht. Willst du auch einen? Ja, gern. Hast du was aus der Klinik gehört? Ich erwarte jeden Moment Nachricht. Bitte. Albrecht, was ich dir sagen wollte, ich schätze sehr, dass ihr Mareike zu euch genommen habt. Ich komme zurzeit einfach nicht an sie ran. Ist schon okay. Max, ich habe was zu feiern. Ich bin wieder flüssig genug, mein Hotel zurückzukaufen. Was? Die 40% Anteile, die du an dem Meistbietenden verscherben sollst. Ich habe das Geld. Ich möchte, dass du die Anteile für mich kaufst. Moment, langsam, langsam. Woher hast du plötzlich 40 Millionen? Handtücher, Bademäntel, Kleiderbügel, alles, was ich so im Laufe meines langen Lebens in den Hotels der Konkurrenz zusammengeklaut habe. Ja, sehr komisch. 40 Millionen. Wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr. Die Grundstückspreise in Chile sind gestiegen in den letzten Jahren. Per Hammer ist in Valparaiso und macht den Deal klar. Chile? Du hast ein Grundstück in Chile? Sie, Senor. Manchmal lohnt es sich, wenn die Vorfahren so viel Dreck am Stecken haben, dass sie abhauen müssen. Bleibst du nicht zum Essen? Nein, nein, ich muss in die Bank. Danke, Albrecht. Falls mein Vater zum Essen bleibt, dann esse ich bei Ihnen in der Küche. Autsch! Jetzt lassen Sie doch, ich mach das schon. Gegessen wird sowieso erst, wenn Domröse die gnädige Frau abgeholt hat. Gut, Sie bluten ja. Warten Sie, ich hole ein Pflaster. Verspätung, tut mir leid. Mein Bruder ist gerade wieder zu sich gekommen. Das freut mich. Mich auch. Aber zur Sache. Ich bräuchte Informationen über einen Grafen Leonhard Oldenburg. Der
Da interessiert mich aber weniger sein Privatleben als mehr seine geschäftlichen Beziehungen, vor allem seine Solvenz. Darf ich Ihnen auch etwas bringen? Nein, vielen Dank. Wir haben Sie nicht, nur den Namen. Ich weiß, dass er mit Monk zu tun hat und dass er in Öl spekuliert. Und dass er gerade eines seiner Schlösser in ein Hotel umbaut. Ja, wenigstens etwas. Es wird allerdings nicht ganz billig, um an internationale Konten und Bankinformationen ranzukommen, muss ich einige Kollegen einschalten. Nicht was für dich? Jetzt, wo du wieder solo bist? Nicht schlecht. Nicht schlecht? Der sieht fantastisch aus. Und guck mal, Geschmack hat er auch. Er hat sich mein Lieblingsmerlot bestellt. Und angelächelt hat er mich auch. Naja, dann hält er den zweiten Platz vermutlich für dich frei. Ich verlasse mich auf Sie, Herr Köpke, ja? Vielen Dank. Hallo, Amelie, du hast Feierabend. Lass mich das machen. Nein, das ist für Herr Lose. Der hat eine Narren an mir gefressen, das weißt du doch. Ja, komm mal mit. Du, ich wollte dir sagen, dass ich das absolut respektiere, dass du momentan jetzt nicht so in der Stimmung bist, schon wieder auszugehen. Also nach einer Trennung, das nimmt einen schon mal ganz schön mit, das weiß ich auch. Ja. Aber wie lange wollen Sie eigentlich noch warten? Bis da was Wein geworden ist? Entschuldigung, ich bringe das sofort zu Herrn Lose. Ich muss das aber nicht gleich so anblaffen, nur weil sie mit dir Schluss gemacht hat. Ich habe keine Zeit, Herr Lindberg, sonst wird aus dem Champagner noch Wein. Sehen wir uns heute Abend? Vielleicht. Ja, wenn Martin im Bett ist und du eine Idee hast, wo wir dieses krampfige Versteckspiel eine Weile vergessen können. Ja, okay. Vielen Dank. Herr Hanke, es ist ja rührend, wie Sie sich um manche Gäste bemühen, aber... Ich wollte nur nett sein. Und Sie sagen selbst immer, das Wohl unserer Gäste ist... Ach. Ihre Flirtversuche prallen an diesem Herrn ab. Mag sein, dass ich keine Sexbombe bin, aber es gibt durchaus Frau Männer... Hanke? Bitte. Das ist furchtbar. Das ist Liebe. Die Herren bewohnen die Honeymoon Suite. Auf uns. Auf uns. Für wen ist denn das zweite Glas? Erwarten Sie Besuch? Nein, das ist für Sie. Ach, Herr Lose. Bitte schön. Ich sollte längst zu Hause sein. Bitte nehmen Sie Platz. Jetzt mal raus mit der Sprache. Wie ist das mit Ihnen und Herrn Lindberg? Herr Lose, also ehrlich. Sie machen das gut. Die Leute nehmen Ihnen den Trennungsschmerz ab. Aber als Dauergast, da kriegt man einiges mit, weil man nicht mehr beachtet wird. Man gehört gewissermaßen zum Inventar. Dass wir Ihnen nichts vormachen können, hätte mir eigentlich klar sein müssen. Stefan und ich, wir wollen nicht, dass uns alle hier im Hotel belauern. Und für die Presse wäre so eine Affäre doch ein gefundenes Fressen. Hab ich's doch gewusst. Sie und Herr Lindberg haben dieses entzückende Strahlen im Gesicht, wenn Sie sich über den Weg laufen. Ich würde Ihnen raten, ab und zu ein paar Tränen kullern zu lassen, damit man Ihnen den Trennungsschmerz abnimmt. Tränen? Aber das ist schwer, wenn man so glücklich ist wie wir. Was soll's? Genießen Sie es. Genießen Sie jede Sekunde. Aber nur ein Glas. Ja. Dann muss ich wirklich nach Hause. Martin! Thank you.
Ja, wer ist denn da? Ich bin's. Machen Sie auf. Was machen Sie denn da? Frau Bankert. Ach du liebes Paulchen, wie sehen Sie denn aus? Wie der Klettner von Notre Dame. Sie müssen mir helfen. Jawohl, Quasimodo, aber nur bis zur Wohnungstür. Sie wissen, ich habe Hausverbot. Von abends 19 Uhr... Dass ich nicht lache. Ihnen verdanke ich doch das ganze Malheur, weil Sie unbedingt meinen Kühlschrank abtauen mussten. Echt? Der Kühlschrank? Wie kommen Sie denn darauf? Verdammt nochmal. Bringen Sie mich jetzt in meinen Sessel und dann können Sie meinetwegen wieder verschwinden. Ja. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Sag das nochmal. Ich habe mich geoutet. In der Firma. Wenn es dir so wichtig ist? Ja, und was hat der dazu gesagt? Dein Chef, Direktor Mertens? Was soll er schon sagen? Ich mache über 20% vom Umsatz in dem Laden. Ja. Dann weiß ich eben, was Andi hat. Hör auf. Ich bin stolz auf dich. Ein Rezept von meiner Großmutter, Gott hab sie selig. Heiße Pellkartoffeln in einem Handtuch. Oh, wollen Sie mich umbringen? Wenn Sie mich so fragen, ja. Oh Gott, manchmal, da könnte ich. Besonders damals, als Ihre Verlobte mit meinem Günther abgehauen ist. Das war ja gar nicht so schlimm, nur dass Sie mir die Schuld gegeben haben. Na, wem denn sonst? Wenn Ihr Günther wirklich glücklich mit Ihnen gewesen wäre, wäre er nie auf die Idee gekommen, hier meine Roswitha auszuspannen. Mein Günther hat niemand ausgespannt. Das war doch so. Geben Sie es doch zu, Sie waren doch heilfroh, dass Sie wieder los waren. Also das ist nicht fair, Frau Pankratz. Ich liege hier hilflos vor Ihnen auf dem Bauch mit glühenden Pellkartoffeln auf meinem Ischiasnerv und Sie quälen mich noch mit unserer Vergangenheit. Ihr Problem ist nicht Ihr Ischiasnerv. Ihr Problem ist, dass Sie nicht lieben können. Jedenfalls nicht so, dass der Betroffene es merkt. Außer mir vielleicht. Hallo, Onkel Paul, Martin? Auf der Intensivstation. Ja, um Himmels Willen, was ist denn passiert? Der Onkel hat einen Hexenschuss. Ja. Ja, aber es wird schon wieder. Ich schlage vor, du gehst nach oben, holst Martin von Bettina und wir bestellen uns eine Pizza. Und der Onkel kriegt ein bisschen Quark für seine Pellkartoffeln. Ach, du Ärmste. Wenn ich das nicht überleben sollte. Martin und du, ihr kriegt meine Wohnung und Ottilie meine Briefmarkensammlung. Ach, Onkel Paul. Meine liebe Frau. Entschuldigen Sie, Frau Lindberg. Die Besucherzeit ist seit einer halben Stunde um. Ich muss Sie bitten, morgen wieder zu kommen. In Ordnung. Ich gehe nur noch kurz gute Nacht sagen. Gut, aber nur kurz. Ja? Stefan, da bist du ja. Ich habe schon auf deinem Handy probiert. Es tut mir leid, aber ich bin noch am Arbeiten. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Schade. Aber ich hätte auch schlecht weggekonnt. Onkel Paul hat sich den Ischiasnerv eingeklemmt und mein Sohn glänzt mit einer 5 in Mathe. Aber ich liebe dich trotzdem. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Wir müssen uns noch sehen. Dringend. Sagen wir in einer Stunde. Bei dir vor der Tür. Und wo wollen wir hin? Wir könnten an jeder Ecke jemand begegnen, der uns kennt. Lass dich überraschen. Sei einfach unten. Aber kein Wort vom Hotel oder irgendwelchen Bankierstöchtern, okay? Wenn du mir versprichst, kein Wort über Ischias Nerven und Klassenarbeiten zu verlieren. Bis gleich. Martin! Ich kann nicht schlafen, wenn du sauer auf mich bist. Ach, mein Schatz. Ich bin doch nicht sauer auf dich. Ich verstehe es nur nicht. Du bist doch sonst so gut in Mathe. Ich habe von Bettina abgeschrieben. Erst hatte ich ja alles richtig. Eigentlich war ich mir ganz sicher. Warum hast du dann abgeschrieben? Onkel Paul hat gesagt, Frauen haben immer recht. Oh, mein Schatz. Jetzt komm ins Bett.
Stefan, was machst du denn hier um diese Zeit? Komm, wir trinken noch einen. Nein, nein. Ach komm, komm. Komm, ich nehme mich nach Hause. Nach Hause? Nach Hause. Nur nach Hause. Nur nein, komm, komm. Ach komm. Warum bist du damals abgehauen von zu Hause, hä? Genießen Sie bitte meinen Wagen. Natürlich, Herr Liebherr. Ich kann dir sagen, warum. Weil dir geht es genauso wie mir mit deinem Vater. Du kannst machen, was du willst, er wird dich nie respektieren. Er, der Herr Lindberg, der liebe Gott ist. Wir und alle anderen. Die ganze Menschheit, die ihm am Arsch vorbeigeht. War bei ihm heute, mit Jana. Wir haben ihm erzählt, dass er Großvater wird. Aber meinst du, hätte er sich gefreut? Über seinen ersten Enkel? Nein. Weil seinen ersten Enkel, den will er nicht von mir, den will er von dir. Aber du warst ja in Amerika. Ich habe hier die ganze Zeit die Stellung gehalten und den Laden vom Abschmieren gerettet. Aber das ist ja alles scheißegal. Hanna, wir müssen reden. Wir reden morgen. Jetzt schläfst du erstmal. Gute Nacht. Ich meine es ernst. Lass uns weggehen von hier. Nur du, ich und das Baby. Deine Familie macht uns kaputt. Wir waren mal so glücklich. Das werden wir auch wieder. Wart's ab. Wenn erst das Baby da ist, wird sich alles fügen. Glaub mir. Also. Hey, Stefan ist doch noch da. Na und? Ich bring dir noch zur Tür. Irgendwas Gemeines gesagt haben, was weiß ich nicht. Ach, Stefan. René hat sich so viel davon versprochen, Papa zu erzählen, dass er Großvater wird. Und was war? Nix. Niemand kann das Vaterrecht machen. Hm. Ich nicht, du nicht. Und René erst recht nicht. Ich sehe zu, dass er wieder fit wird. Wir brauchen ihn im Hotel. Er hat einen wichtigen Job da. Was, du willst schon wieder gehen? Nee, du bleibst jetzt mal hier. Ich hab nie was von dir. Du bist immer nur unterwegs. Ich hab noch ein Date. Du hast jetzt noch ein... Ah, mit dieser Blonden, stimmt's? Psst. Wieso? Wir haben beschlossen, uns momentan nur heimlich zu treffen. Offiziell haben wir uns getrennt. Aber das muss bitte unter uns bleiben. Das ist noch top secret. Wie romantisch. Pass auf dich auf. Mhm. Jana! Du bist zu beneiden. Das ist meine Form von Romantik. Also. Wir sehen uns morgen in der Klinik. Ja, ja. Ich komme. Darf ich fragen, wie es Andreas geht? Schön, dass Sie sich wenigstens dafür interessieren, Herr Domröse. Gut. Zumindest ist er bei klarem Verstand und guter Laune. Das sind gute Nachrichten. Na, da bist du ja endlich. Wo warst du die ganze Zeit? Wo ich war? Bei unserem Sohn? Wo du dich auch mal hättest blicken lassen können? Du wolltest dich doch melden, wenn Andreas war. Hier war stundenlang besetzt. Das war Business. Oh, Business. Da muss dein Sohn natürlich hinten anstehen. Dem ist doch nur ein Hirntumor entfernt worden. Was ist das schon gegen dein Business? Wenn Sie mich nicht mehr brauchen... Gute Nacht. Engelchen, ich habe wirklich versucht, bei dir anzurufen. Ach, Albrecht. Keine faulen Ausreden. Spiel die Sache doch nicht so hoch. Wir haben immer aneinander vorbei telefoniert. Wir haben aneinander vorbei gelebt. Das Einzige, was dich interessiert, ist dein Hotel, dein Bankkonto und diese abgewetzte Karikatur von einem Hund. Hier, die hat dir dein Knödeltenor geschickt. Italienische Liebeslieder. Danke. Vielen Dank. Danke, lass mir was einfallen. Die kennen uns bestimmt keiner. Und die sind gut.
keine Spitzengastronomie, aber spitzenmäßig gemacht. Ne? Na? Danke. Domröse wird manchmal von meinem Vater gezwungen, dass er ihn hierher fährt. Um dem strengen Behebmann meiner Mutter zu entfliehen. Aber nicht weiter verraten. Sonst verliert Domröse seinen Job. Albrecht Lindberg und Currywurst. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Wenn du wüsstest. Aber lass uns jetzt bitte nicht über meinen Vater sprechen. Nein. Keine Pommes mehr, Clara. Mama! Oh, Martin. Warst du gestern Nacht noch? Schleise. Du warst noch weg gestern. Ich hab gehört, wie du rausgeschlichen bist. Ich hab mich noch mit Stefan getroffen. Mit dem du ja eigentlich nicht mehr zusammen bist. Genau. Wenn du schon so spät kommst, bloß schnell. Ich kann Martin heute Morgen die Schule bringen. Ich muss sowieso zum Arzt. Gerade stehen kannst du immerhin schon wieder. Ja, mit Schmerzen. Ottiliens Pellkartoffeltherapie in allen Ehren, aber ohne Spritze stehe ich das nicht durch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Sie sind ja schon wieder so widerlich gut gelaunt und das am frühen Morgen. Und Ihnen geht es so widerlich besser. Sie sind ganz der alte Stinkstiefel. Morgen. Guten Morgen, Herr Lindberg. Was ist los, Herr Eingedeck? Hat meine Frau schon gefrühstückt? Die gnädige Frau bat mich, ihr Toast und Tee auf ihr Zimmer zu bringen. Auf ihr Zimmer? Also jetzt reicht's mir. Holen Sie schon mal den Wagen, wir fahren ins Krankenhaus. Sehr wohl, Herr Lindberg. Bitte, kommen Sie doch rein. So, dann hätten wir das Omelett und das Bärchenmüsli mit Früchten. Danke, lassen Sie einfach stehen. Wir machen das schon. Gern, bitteschön. Sollten Sie oder Ihre Gattin noch irgendwelche Wünsche haben, wenden Sie sich an mich. Ich bin Ihnen persönlich zugeteilt für die Zeit Ihres Aufenthalts. Guten Morgen. Halt es. Ich habe einen Hunger. Ich hätte gern noch ein Cappuccino, bitte. Gern, selbstverständlich. Lassen Sie mal, ist schon gut. Wie, schon gut? Trink mal nachher in der Stadt. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und einen schönen Tag. Danke. Holsten? Guten Morgen, Frau Holsten. Müller hier von der Hotelrezeption. Könnte ich bitte Ihren Mann sprechen? Ja, kleinen Augenblick bitte. René? Ja? Das Telefon für dich. Müller von der Hotelrezeption. Müller? Mhm. Holsten? Ja, Behringer. Ach, Sie sind's. Ja, ich. Sagen Sie mal, ich dachte, wir haben einen Deal und Sie sind mein Mann im Lindberg. Das bin ich. Und warum erfahre ich gerade von Herrn Monk, dass Albrecht Lindberg ein Grundstück in Chile zu Geld machen will für 40 Millionen? Davon weiß ich nichts. Leider. Der Verkauf darf nicht zustande kommen. Besorgen Sie mir alle Informationen, wo es liegt, wer es kaufen will, etc. Und zwar umgehend. Alles klar. Wiederhören. Geben Sie auf, Behringer. Sie werden den Verkauf nicht verhindern. Aufgeben? Monk. Das Hotel Lindberg wird mir gehören. Worauf Sie sich verlassen können. Sie bringen mich da in eine unmögliche Situation. Albrecht Lindberg will, dass ich als Strohmann die Anteile für ihn kaufe. Er hält mich für seinen Freund. Die ganze Familie kümmert sich rührend um meine Tochter. In unserem Geschäft hat man nur ehemalige Freunde. Und jeden Tag neue Feinde. Hast du gehört? Dorsch will mir endlich wieder eine neue Kraft für die Bar einstellen. Dann ist wieder alles beim Alten. Gratuliere, der Roomservice hat dich wieder. Oh, freu dich nicht zu früh, ich werde euch ganz schnell auf Trab bringen. Ja. Abi, wir rennen den ganzen Morgen aneinander vorbei. Ich habe eine Frage. Was machst du heute Abend? Ich habe nämlich 3 Karten für 6-Tage-Rennen. Du, Martin, ich. 6-Tage-Rennen? Ja. Männer, die bis zur Besinnungslosigkeit im Kreisfahrrad fahren. Sag doch einfach mal ja. Aber Martin fänd's toll und ich fänd's toll, wenn seine Erziehungsberechtigte mitkäme. Martin braucht jetzt eher einen mütterlichen Tritt in den Allerwertesten, damit er für Mathe büffelt, als ein 6-Tage-Rennen. Und Onkel Paul hat sich den Ischiasnerv eingeklemmt. Da muss ich Krankenschwester spielen. Oh, Ischiasnerv, Mathe. Amelie, es ist doch kein Leben. Na, mein Kleiner. Hallo. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Aber in deine Haut möchte ich nicht stecken. Was soll das denn heißen? Entschuldige, dass ich gestern nicht kommen konnte. Bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Mama hat gestern den ganzen Abend versucht, dich zu erreichen. Und sie war auf 180. Das kann man laut sagen, aber
Ich hatte ein wichtiges Telefonat und dann habe ich versucht, sie zu erreichen, aber es ging ja nicht. Ach komm, darum geht's doch gar nicht. Hör endlich auf, dich zu rechtfertigen. Red nicht drum rum. Was ist los? Nimm mehr Rücksicht auf sie. Sie hat eine echt harte Zeit durchgemacht. Ja. Ich auch. Ach, Papa. Also, was will mein Eheberater sein, Papa, damit sagen? Hm? Mach ihr mal wieder eine Freude. Zeig ihr mal zur Abwechslung, dass du sie wirklich liebst. Du hast hier so recht. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz telefonieren. Jawohl, Herr Lindberg. Ich werde einen Tisch für Sie herrichten lassen. Mit Rosen, selbstverständlich. Nein, die Honeymoon-Suite ist leider belegt. Soll ich stattdessen eine andere? Kommt nicht in Frage, natürlich nicht. Wann darf ich mit den Herrschaften rechnen? Sie können sich auf mich verlassen. Dankeschön. Tschüss. Herr Direktor Mertens. Herr Dorsche. Schön, dass Sie uns auch mal wieder beehren. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Vor allem möchte ich mich bedanken, dass Sie mir so kurzfristig noch Unterschlupf gewährt haben. Ich kann Ihnen sogar Ihr Stammzimmer geben. 218 nach hinten raus. Raucher. Ich rauche nicht mehr. Tatsächlich? Na, gratuliere ich aber. Dann gebe ich Ihnen ein anderes ruhiges Zimmer. Dann bitte ich Sie nur noch um einen Moment Geduld, es wird gerade hergerichtet. Kein Problem, ich muss sofort wieder los. Bringen Sie das Gepäck von Herrn Direktor Mertens auf die 170 und sagen Sie im Housekeeping Bescheid, Sie sollen sich beeilen. Herr Böhmke? So klein ist die Welt. Mertens. Die Herren kennen sich? Er ist mein bester Mann im Vertrieb. Ich wusste ja, dass Sie nach Berlin wollten, aber dass Sie im Lindberg absteigen? Was tut man nicht alles für eine glückliche Ehefrau? Ja. Was machen Sie denn in Berlin? Der Wohlschlägel-Deal. Ich spiele mal wieder Feuerwehr. Aber sagen Sie, ich bin jetzt etwas in Eile. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Abendessen? Da lerne ich endlich mal Ihre Frau kennen. So gegen 19 Uhr da in der Bar? Da sind wir wahrscheinlich noch unterwegs. Wir wollten auf die Museumsinsel ins Pergamon-Museum. Die alten Klamotten sind schnell abgehakt. Gegen 19 Uhr? Keine faulen Ausreden. Ach, Mist. Ich fürchte, Sie haben ein Problem. Sie müssen mir helfen. Ich? Wie soll ich das machen? Ich brauche eine Frau. Für 2 Stunden. Also bei aller Liebe, Herr Böhmke, aber wir sind kein Bordell. Naja, diesen Typ Frau kann ich Mertens wohl kaum zumuten. Aber was ist denn mit der jungen Dame, die uns heute Morgen das Frühstück gebracht hat? So eine nette, gut aussehende Blonde. Frau Amann. Sagen wir 100 Euro die Stunde. Also Herr Böhmke, ich bin seit über 20 Jahren in diesem Geschäft. Herr Dorschel, ich habe keine andere Wahl. Sonst bin ich meinen Job los und mein Freund. Der glaubt nämlich, dass ich mich geoutet habe in der Firma. Ich versuche, was ich tun kann. Aber ich verspreche nichts. Herr Holsten. Herr Dorsch, ist mein Schwager schon oben? Ja, bereits seit 8 Uhr im Büro. Was Ihre Zeche des gestrigen Abends betrifft, die kann ich schlecht unter Bewirtungskosten abbuchen. Sie haben ja ausschließlich sich selbst bewirtet. Boah. Operieren wir nicht mit Dumpingpreisen. Ein Hotel, ja, wie das Lindberg, hat es nicht nötig, Zimmer für 1 Euro pro Nacht an den Mann zu bringen. Danke. Die Kekse können Sie das nächste Mal auch gleich weglassen. Wie Sie wünschen. Auch nicht als Werbegag. Nichtsdestotrotz können wir Ihnen gerne bei der Bewirtung der... Schröder? Es geht mich ja nichts an, Herr Lindberg. Aber... Genau, Sie sagen es. Es geht Sie nichts an. Können wir jetzt weitermachen? Allerseits. Nee, bitte. 2 Minuten, dann bin ich hier fertig. Tut mir leid, aber die Angelegenheit duldet keinen Aufschub. Frau Schröder, würden Sie uns bitte allein lassen? Was gibt's? Ich sage nur Chile. Das heißt? Das Grundstück in Valparaíso, was deinem Vater locker 40 Millionen bringt. Entschuldigung? Er will mit Monk als Strohmann die Anteile kaufen, Stefan. Woher hast du das? Du weißt nichts davon? Monk hat mir einen gewissen Graf Oldenburg als Investor angeschleppt. Stefan, wenn Albrecht das schafft... Nochmal, woher hast du diese Info?
Ich habe meine Kontakte. Das heißt, es spielt doch überhaupt keine Rolle, wo ich das her. Frag doch deinen Vater, wenn du mir nicht glaubst. Trinkst du den noch? Nein. Also pass auf, tu mir einen Gefallen, halt dir still. Wenigstens so lange, bis ich herausgefunden habe, was an der Sache dran ist. In der Zwischenzeit kümmere dich bitte um diese Broschüre und um das Update von unserer Website, ja? Okay, mach ich. Ach, und danke für gestern, also dass du mich da unten losgeeist hast. Ich war wirklich nicht gut drauf. Vergiss es. Herr Dorschel, das kann nie im Leben gut gehen. Ich kenne den Mann gar nicht. Und überhaupt, früher noch nach Hause schaffe ich es nicht. Wo soll ich jetzt was zum Anziehen herkriegen? Suchen Sie sich was Nettes in der Hotelboutique aus. Ich setze es ihm auf die Rechnung. Frau Hammer, dieser Gast ist am Ende. Seine Existenz steht auf dem Spiel und seine Beziehung. Wenn wir nicht kreativ werden, dann haben wir ein Beziehungsdrama. Dagegen ist Othello ein Weihnachtsmärchen. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Muss das denn unbedingt sein? Wir haben noch gerade mal 3 Tage vor uns. Hm? Hey, du gehst in den Fitnessraum, legst dich in die Sauna und schon bin ich wieder da. Und heute Abend machen wir das Berliner Nachtleben unsicher. Ich glaub dir nicht. Was? Du kannst mir nicht in die Augen sehen. Rainer, komm. Dann ruf doch in der Firma Wohlschlägel an. Wie könnt ihr das alles bestätigen? Die haben von meiner Firma erfahren, dass ich in Berlin bin. Rainer, was ist los? Rainer, komm. Sprich mit mir. Ich habe Herrn Direktor Mertens unten in der Halle getroffen. Und? Er will sich heute Abend mit mir zum Essen treffen. Das ist doch wunderbar. Da komme ich mit, dann lernen wir uns endlich mal kennen. Nein, Jörg, das geht nicht. Was heißt, das geht nicht? Herr Mertens denkt... Er denkt, dass ich mit meiner Frau hier bin. Mit deiner Frau? Das heißt, Du hast mich angelogen? Ja, du hast gesagt, du hast ihm reinen Wein eingeschenkt. Ja, tut mir leid, ich wollte es nicht sagen. Hey, Rainer, komm, das ging einfach. Vergiss es einfach, okay? Jörg. Auch frische Luft. Jörg. Jörg! Hallo, Engel. Albrecht. Ich bin hier, um meinen Sohn zu besuchen. Er gibt dir frei, unter der Bedingung, dass, wenn sie ihm den Verband abnehmen, er seine Eltern glücklich und vereint sieht. Ach, Albrecht. Ich habe eine kleine Überraschung für uns. Das Standardversöhnungsprogramm à la Albrecht. Ein Dinner mit Kerzenlicht, Rosen, Champagner und zum Dessert eine Nacht in der Honeymoon Suite. Für wie einfallslos hältst du mich? Komm. Mit deinem Standardprogramm hättest du mich diesmal nicht reich gekocht. Ich habe mir gedacht, so eine gesunde Currywurst, eine schöne Abwechslung zum Birchermischli, was ihr mir immer gebt. Außerdem war ich schon lange nicht mehr hier. So. Was soll das denn heißen, hm? Hat der Mose gepetzt? Nö. Aber die Ketchupflecken auf deinen Hemden. Ah. Weißt du eigentlich, was mir an deinem Versöhnungsprogramm immer sehr gefallen hat? Die Honeymoon Suite im Hotel ist leider ausgebucht. Dann müssen wir eben mit dem Ehebett vorlieb nehmen. So hatte ich mir das gedacht. Da kommt ihr gerade. Vielleicht sollte ich mir meine Beine mal nicht rasieren. Vielleicht hätte ich da mehr Chancen. Frau Amann. Ich bin Ihnen unendlich dankbar, Frau Amann. Auch wenn alles, was jetzt kommt, eine große Lüge ist, mein Kompliment ist aufrichtig. Sie sehen wunderbar aus. Danke. Entschuldigung, aber wir haben keine Zeit für Nettigkeiten. Sie haben exakt 5 Minuten Zeit, um einen halbwegs glaubwürdigen Lebenslauf zu basteln. Wo wohnen Sie? Wie und wo haben Sie sich kennengelernt? Freunde, Hobbys, Sternzeichen. Also, toi, toi, toi. Danke. Ja. Wo fangen wir an? Ja. Also, wir haben vor einem Jahr geheiratet und verbringen unseren Hochzeitstag in der Honeymoon Suite in Lindbergh.
wo wir auch schon unsere Hochzeitsnacht verbracht haben. Jedenfalls, ich bin Bereichsleiter Hannover im Vertrieb der Firma Mertens. Fertigungsautomaten aller Art. Und was mache ich beruflich? Ich habe behauptet, meine Frau, also Sie, seien viel unterwegs. Als Vertreterin für einen Kunstbuchverlag. Buchhandlung abklappern und die Punktbände an den Mann bringen. Diese Heuchelei ist furchtbar, ich kann das nicht. Es ist schlimm, sich als Paar verstecken zu müssen. Unser schlimmstes Verbrechen ist, dass wir uns lieben. Aber in so einem Betrieb ist man als Bruder doch eine Witzfigur. Der warme Bruder, ich kenne die ganzen Sprüche. Und Ihr Freund, wie geht er mit der ganzen Sache um? Ich glaube, ein Küsschen und ein Schluck Champagner wäre jetzt ganz angebracht. Ich glaube, da kommt der hier, Chef. Ich umgucken. Schade, dass ich kein Fotoapparat dabei habe. So ein schönes Bild. Eigentlich müsste ich Ihren Mann jetzt fristlos entlassen, weil er sie mich so lange vorenthalten hat. Mertens, freut mich, die Bekanntschaft zu machen. Ganz meinerseits. Rüdiger hat mir schon... Rainer hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Beschwert haben wird er sich über mich, weil ich ihn zu hart rannehme. Aber von nichts kommt nichts. Wenn man mal Vertriebsleiter werden will, dann muss man immer 150% geben. Würden Sie mir vielleicht auch so ein Getränk anbieten, ja? Ich kann ja mitkommen morgen Abend als Verstärkung, wenn Sie möchten. Ich kenne den Einkäufer der Firma Wohlstickel gut. Kommt gar nicht in Frage, ich habe ihn schon in Pergamon als Haar vermasselt. Ich bin mehr für Künstler, die noch atmen. Ich sammle die neue Leipziger Schule. Wenn ich Sie richtig einschätze, dann sind Sie auch mehr für junge, frische Kunst. Ich kenne mich da eigentlich gar nicht aus. Oh, das überrascht mich, aber Sie arbeiten doch für einen Kunstbuchverlag. Bei ihr geht es hauptsächlich ums Kaufmännische. Ja, die Kunst ist eher Rainers Steckenpferd. Er liebt die französischen Impressionisten. Ja, genau. Na dann, auf die verkehrte Welt, in der die Damen die kühlen Rechner und die Herren die Schöngeister sind. Ach, Herr Domröse, jetzt erzählen Sie mir doch nichts. Sie wissen doch über jeden Schritt und Tritt meines Vaters Bescheid, ja? Also, was ist mit dem Grundstück in Chile? Tut mir leid, Herr Lindberg, aber in dieser Angelegenheit weiß ich wirklich nicht Bescheid. Okay, dann werde ich mich eben anderweitig informieren müssen. Danke. Herr Lindberg, Ihr Vater ist gerade zurückgekommen. Das ist doch so gar keine Schande, Mutter. Herr Lindberg, ich habe Ihren Sohn am Apparat. Er sagt, es sei sehr wichtig. Und heute Abend gibt es nichts Wichtigeres als deine Maman. Und wenn wir beide schlafen gehen... Was ist mit dem los? Dr. Permas, also in Valparaiso. Versuchen Sie ihn zu erreichen. Dringend. Ich muss ihn auf jeden Fall sprechen. Okay. Komm her. Komm her. Albrecht, nein, nein, bist du verrückt geworden? Was ist? Denk an dein Herz. Ach was, was gibt's Schöneres, als ein Leben auszuhauchen? In den Armen der Geliebten. Als ich über Kempi gesagt habe, tut mir leid. Wenn das mal gut geht. Und, was ist mit Nachwuchs? Wollen Sie Kinder? Ja. Ach, immer nur die Arbeit im Kopf, Böhmke. Was hat der bloß, dass eine so bezaubernde Frau wie Sie ihm trotzdem die Treue hält? Ach, er kann kochen. Ach, das sind ja ganz verborgene Talente. Ja, vielleicht hätte das auch meine Ehe gerettet. Entschuldigung. Jörg? Ich möchte niemand vorstellen. Darf ich vorstellen? Jörg Schaller. Guten Abend. Werden zeigen wir. Jörg ist mein Freund. Sein Lebenspartner. Aha, es scheint sich um eine sehr
moderne Partnerschaft zu handeln. Ja, ich und Rüdiger, wir... Rainer, wir sind nicht. Nein, Frau Amann ist eine Angestellte im Lindberg. Sie war so freundlich, diese Farce mir zuliebe mitzuspielen. Was gibt's denn da zu lachen? Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, es ist besser, wir gehen. Oh, nein, wieso denn? Bitte setzen Sie sich wieder. Bümke, komm, setzen Sie sich und Sie auch. Herrgott, nochmal, für wen halten Sie mich denn? Seit ich meinen kleinen Bruder mit 17 in den Fummeln unserer Mutter erwischt habe, ist die Sache für mich erledigt. Aber wissen Sie was? Trotzdem müsste ich Sie feuern, weil Sie mich für ein so reaktionäres, kleinkariertes Arschloch halten. Entschuldigen Sie bitte den Kraftausdruck, aber ist doch wahr. Das ist ja... Gesellschaft leisten, dann könnte es noch glimpflich für ihn ausgehen. Mit Gefangen, mit Garn. Sie sollte seine Frau spielen? Naja, offensichtlich ist ja eine für alle Beteiligten befriedigende Lösung herbeigeführt worden. Diese Lügerei ging Frau Amann von vornherein gegen den Strich. Eine Beziehung geheim halten, das funktioniert nicht. Bei der Gelegenheit ist mir ein Gedanke gekommen. Da Sie beide ja nun nicht mehr eine persönliche Beziehung miteinander haben, die einer Beförderung den Ruf von Vetternwirtschaft geben würde, möchte ich Frau Amann gerne als Leiterin Room Service vorschlagen. Was halten Sie davon? Ja, wenn Sie meinen, also ich meine, wenn Sie ihr das zutrauen. Frau Amann, traue ich alles zu. I would give it. Hallo? Frau Monk ist im Haus und auf dem Weg nach oben. Was ist so schlimm daran, dass eine Frau bei ihrem Mann sein will? Ja, bitte? Ich wollte eigentlich zu René. Es geht um seinen Sohn. Ah!